Hallo, schön, dass du wieder dabei bist bei diesem neuen Video. Wie jede Woche haben wir auch jetzt wieder eine besondere Geschichte einer beeindruckenden Nahtoderfahrung für dich. Die heutige Geschichte ist erschreckend, aber auch tröstlich zugleich, weil sie doch wieder aufzeigt, wie viel wir Menschen selbst in der Hand haben. Die eigentliche Nahtoderfahrung beweist wieder, dass wir sehr sorgfältig mit uns und unseren Mitmenschen umgehen sollten. Gleichzeitig wird einem durch die Geschichte von Monika die eigentliche Angst vor dem Ende genommen, was wieder wundervoll ist. Bleibe bis zum Ende dran, ihre Zukunftsvisionen hatte sie erst nach ihrer NTE und erzählt diese ausführlich. Legen wir also los mit der Geschichte von Monika. Sie erzählt. Ich hatte meine Nahtoderfahrung im Jahr 2015. Dabei wurden mir viele Dinge gezeigt, von denen ich glaube, dass sie in der Zukunft geschehen werden. Anfangs hatte ich keine Ahnung, was mir gezeigt wurde, aber in den letzten Jahren konnte ich endlich die Verbindungen herstellen und das wahre Bild erkennen. Ich wünschte, ich könnte konkrete Termine für das Eintreten dieser Dinge nennen, aber mir wurde diese Information nicht gegeben. Wie gesagt, anfangs hatte ich keine Ahnung, was ich überhaupt sah. Meine Nahtoderfahrung ereignete sich, als ich erst 18 Jahre alt war. Ich war auf einer Party mit meinem Freund Mike. Eine Abschlussfeier des Sommers, ein letztes Treffen, bevor wir uns jeweils auf den Weg ins College oder in die Arbeitswelt machten. Auf dieser Party war Mike ziemlich betrunken, obwohl er wusste, dass ich es hasste, wenn er trank. Als es Zeit war zu gehen, weigerte ich mich, mit ihm ins Auto zu steigen. Der Freund, der die Party ausrichtete, bot mir an, dort zu übernachten. Aber ich wusste, dass meine Eltern ausrasten würden, wenn ich nicht nach Hause käme. Ich lebte immer noch daheim und kannte ihre Regeln, also begann ich nach einer anderen Mitfahrgelegenheit zu suchen. Eine meiner Freundinnen kam mir zu Hilfe und sagte, ich könnte mit ihr und ihrem Freund fahren, wenn es mir nichts ausmachen würde, auf der Ladefläche seines Trucks zu sitzen. Das war mir egal, sie war nüchtern, also hatte ich keine Bedenken, dass ich nicht sicher nach Hause kommen würde, was nicht sicher gewesen wäre, wenn ich mit Mike gefahren wäre. Auf dem Heimweg hielt Jim, ihr Freund, an einer 24-Stunden-Tankstelle an, um sich etwas zu essen zu holen. Dann fuhren wir weiter in Richtung meines Hauses, das weitere 10 Meilen entfernt an einer schlecht beleuchteten zweispurigen Straße lag. Wir kamen nicht weit. Jim bog um die Ecke und sah Scheinwerfer auf unserer Fahrspur. Ich erinnere mich nicht an viel, nur dass ich irgendwann verletzt irgendwo lag. Die Kollision hatte mich aus der Ladefläche des Trucks geschleudert und dies hat wahrscheinlich mein Leben gerettet. Ich verlor kurz das Bewusstsein und als ich aufwachte, konnte ich die Lichter von Rettungsfahrzeugen sehen und die Polizei war auch am Unfallort eingetroffen. Ich begann, um Hilfe zu rufen und ein Polizist eilte zu mir. Er schrie jemand anderem zu, dass er ein weiteres Opfer habe und dass er einen Krankenwagen brauche. Ich war so dankbar, dass er da war. Ich bat ihn, an meiner Seite zu bleiben, bis sie mich in den Krankenwagen gebracht hatten. Im Krankenhaus sagten mir die Ärzte, dass ich operiert werden müsse. Dann bekam ich etwas verabreicht, das mich ohnmächtig machte. Das war meine erste Operation überhaupt, aber ich muss sagen, dass ich, als ich bewusstlos wurde, nichts mehr fühlte. Der Schmerz, den ich kurz zuvor hatte, verschwand. Ich wusste nicht einmal mehr, dass ich existierte. Als ich ein lautes Geräusch hörte und plötzlich auf meinen Körper hinabblickte, während der Chirurg schrie, dass mein Puls sinkt und sie die Wiederbelebungsmaßnahmen einleiten sollen. Aus irgendeinem Grund erschreckte mich das nicht. Es fühlte sich fast so an, als würde ich zusehen, wie es jemand anderem passiert. Ich fühlte mich nicht mehr wie dieser Körper. Wie konnte ich auch? Ich schwebte erst an der Decke und dann zog ich wohl weiter. Ich beschloss, mich mehr umzusehen und schwebte durch die Gänge, erkundete das Krankenhaus. Ich stellte fest, dass ich auch durch Wände schweben konnte, als ich versehentlich einen Lagerraum erreichte, voll mit Laken und diesen Krankenhausdecken. Als nächstes schwebte ich zum Wartebereich der Notaufnahme, wo ich meine Mutter weinen sah, während mein Vater versuchte, sie zu beruhigen und ihr versicherte, dass alles gut werden würde. Im Nachhinein denke ich, dass ich etwas Mitgefühl für das empfinden sollte, was meine Mutter durchmachte, aber damals dachte ich nur, dass alles gut werden würde. Entschlossen, nach meinem Körper zu sehen, schwebte ich zurück zum OP, wo der Chirurg aktiv versuchte, mich wiederzubeleben. Dann bemerkte ich, wie über dem Tisch der Tunnel erschien und die Neugier überkam mich. Ich musste sehen, was drin war. Der Innenraum des Tunnels war dunkel, aber ich hatte keine Angst. Ich würde sagen, ich schwebte den Tunnel hinunter, aber das wäre nicht wahr. Ich schwebte nicht, er zog mich. Sanft, aber sicher. Der Tunnel begann, mich nach unten zu ziehen und die Geschwindigkeit nahm zu, bis ich schneller unterwegs war als jemals zuvor.
Mike würde das lieben, dachte ich. Vor mir sah ich einen Lichtpunkt in der Ferne erscheinen und fragte mich, was das wohl sei. Je näher ich diesem Licht kam, desto größer wurde es, bis es fast alles war, was ich sehen konnte. Es erfüllte alles, außer den Rand des Tunnels. Dieser blieb dunkel. Die Ankunft am Licht war eine Erfahrung für sich. Ohne Vorstellungen darüber, wie ich mich auf der Erde fühlen sollte, ich war erst 18 und hatte noch nie davon gehört, dass jemand zum Licht geht, fand ich mich nun dort und es gibt einfach keine Worte, um es genau zu beschreiben. Aber ich werde es versuchen. Es ist heller als unsere eigene Sonne, schmerzt aber nicht in den Augen, wenn man direkt hinsieht. Es strahlt eine Liebe aus, die eine Million Mal größer ist als alles, was man sich vorstellen kann. Als ich ankam, fühlte es sich an, als ob ich mich mit dem Licht verbunden hätte, fast wie eine Botschaft des Friedens. Das Licht sorgte dafür, dass ich mich beruhigt fühlte. Nach dieser Verbindung informierte mich das Licht. Ich sage informierte, weil es nicht sprach, aber ich irgendwie seine Absichten verstand, dass ich meinen Lebensrückblick haben würde, bevor es weitergeht. Der Lebensrückblick. Darüber gibt es so viel zu sagen und es ist an und für sich eine so intensive Erfahrung. Mir wurde mein Leben auf der Erde in voller Länge gezeigt, vom Anfang bis zum Ende. Ich sah meine Geburt und meinen Tod und alles dazwischen. Ich fühlte jede schlechte oder gute Emotion, die ich jemals jemand anderem aus ihrer Perspektive gegeben hatte, während ich sie gleichzeitig wieder aus meiner eigenen Perspektive erlebte. Ich entdeckte auch, dass ich oft falsch gelegen hatte, wenn ich mir doch sicher war, Recht zu haben, im Recht zu sein. Die Dinge, die ich wegen meiner jugendlichen Respektlosigkeit gesagt oder getan hatte, verursachten emotionale Schmerzen bei der anderen Person. Ich fühlte ihren Schmerz. Der Lebensrückblick war jedoch nicht nur negativ. Die Momente, in denen ich jemandem Freude gebracht hatte, wurden auch gezeigt. Und auch das fühlte ich. Es war, als ob meine Emotionen auf eine bipolare Achterbahn geschleudert würden. Es ging alles so schnell. Du hast keine Ahnung, wann es anfängt oder endet und du hast keine Ahnung, welche Drehungen, Wendungen, Schleifen oder Abfahrten dich erwarten. Als mein Lebensrückblick endete, dachte ich, der nächste Schritt wäre das Urteil. Ich hatte keine Ahnung, ob das Himmel oder Hölle für mich bedeutete, aber ich erwartete eines von beiden. Plötzlich wurde mein Kopf mit schrecklichen Bildern überflutet. Bilder, die ich nicht stoppen konnte und ich hatte keine Ahnung, was das war. Ich weiß nicht, wie lange das dauerte, aber als es endete, sagte ich fast zu mir selbst, anstatt zu irgendjemand anderen, was war das? Dann hörte ich eine Stimme hinter mir antworten. Die Stimme war kraftvoll und gleichzeitig sanft. Sie sagte, dass ich zurückgeschickt werde, weil es noch nicht meine Zeit ist. Ich hätte nicht einmal eine Wahl gehabt, denn ich hätte nie gewählt, hierher zurückzukehren. Nicht jetzt. Ich reiste zurück zu meinem Körper durch den gleichen Tunnel, durch den ich gekommen war, und trat mit großer Kraft in meinen Körper ein. Als ich aufwachte, sah ich meine Eltern in meinem Krankenzimmer. Da erfuhr ich, dass ich die einzige Überlebende des Unfalls war. Der Fahrer des Fahrzeugs, das uns getroffen hatte, war betrunken und nein, es war nicht Mike. Er ist immer noch am Leben, mit Frau und Sohn, irgendwo in Indiana. Die Ärzte hatten intensive Operationen an mir durchgeführt, um mein Leben zu retten. Ich hatte eine geplatzte Milz und sie mussten mehrere Stellen nähen, an denen ich innerlich blutete. Ich hatte auch eine Flüssigkeitsansammlung im Gehirn, was sie zwang, meinen Schädel zu öffnen, um den Druck zu mindern, sonst wäre ich alleine daran gestorben. Ich hatte auch einen Herzinfarkt und war mehr als 4 Minuten lang klinisch tot gewesen. Die Ärzte sagten mir, dass der Weg zur Genesung lang sein würde, aber das Schlimmste sei vorbei. Ich war mehr als einen Monat im Krankenhaus, bevor ich nach Hause zurückkehren konnte. Nach meiner Rückkehr begann ich, die Dinge, die mir gezeigt wurden, aufzuschreiben. Ich wollte mich an alles erinnern. Im Laufe der Zeit dachte ich immer weniger darüber nach, bis ich das Kapitol in Washington sah. Das war die erste meiner Visionen, ein gewaltiger Flashback an die Bilder, die ich während meiner Nahtoderfahrung gesehen hatte. Im Folgenden sind die weiteren Dinge, die mir gezeigt wurden und meine eigene Interpretation davon. Ich werde tatsächlich erst wissen, ob sie wahr sind, wenn sie eintreffen sollten, was ich nicht hoffe. Ich warne euch jetzt. Keines dieser Dinge ist gut und ich weiß nicht, ob sie überhaupt eintreffen werden. Ich nehme an, die Zeit wird es zeigen. Ich sah den Zusammenbruch der Weltwirtschaft, als China versuchte, die Schulden der US-Regierung einzufordern. Dann sah ich den Ausbruch des Dritten Weltkriegs, verursacht durch den Zusammenbruch der Wirtschaft.
Im Gegensatz zur verbreiteten Meinung, dass Atomwaffen abgefeuert werden, sah ich, wie die Regierungen der Welt Bürgerkriege gegen ihre eigenen Menschen anzettelten. Es geschah global, als die Verarmten ihre Stimme fanden, um genug zu schreien und begannen, die Eliten gewaltsam aus der Macht zu entfernen. Ich sah weltweite Aufstände und es schien, dass kein Ort auf der Erde vor der Gewalt sicher war. Obwohl die Zivilisten die Kontrolle zurückgewonnen hatten, kämpften sie nun gegen diejenigen, die die Macht übernehmen wollten. Ich sah, wie Menschen zusammengetrieben und in mit Stacheldraht umzäunte Gehege gesteckt wurden. Es wurde eine weltweite Bevölkerungskontrolle eingeführt, deren Grund ich nicht kenne, aber es geschah. Ich sah hungernde Menschen in Städten, die aussahen, als hätten sie die Hauptlast der Kämpfe getragen. Die Welt hatte sich effektiv in eine Kriegszone verwandelt, in der sich die Seiten oft änderten und Nahrung zur Währung wurde. Ich möchte betonen, dass ich keine Hellseherin bin und dies sind meine eigenen Interpretationen dessen, was ich gesehen habe. Ich habe es nie jemandem erzählt, weil ich nicht möchte, dass die Leute denken, ich sei verrückt oder könne die Zukunft sehen. Ich kann nur über das sprechen, was mir gezeigt wurde, und selbst dann könnte meine Interpretation daneben liegen. Ich kenne auch die Daten nicht, wann das alles passieren wird, aber ich war überrascht, als ich diese Flashbacks im Januar beim Kapitol hatte. Ich teile jetzt meine Erfahrung in der Hoffnung, dass viele Menschen gewarnt werden, dass viele von ihnen dafür sorgen sollen, dass sie gut sind, dass sie zum Frieden beitragen, dass sie anderen helfen und so dafür sorgen, dass so wenige Menschen wie möglich wirklich in Not kommen und damit zum Chaos beitragen könnten. Ich denke, es liegt in der Hand, in den Herzen jedes Einzelnen gut zu sein und für andere da zu sein. Vielleicht können wir alle gemeinsam dafür sorgen, dass diese Welt nicht im Chaos endet. Das war die Geschichte von Monika. Was denkt ihr zu ihrer Geschichte? Dass sie eine Nahtoderfahrung hatte, steht außer Frage. Was ihre Visionen anbelangt, wissen wir alle, dass die Welt ständig in Not ist. Und wir wissen wohl auch, dass wir selbst viel zum Frieden beitragen können. Jeder für sich, jeder für seinen Nächsten. Macht das wirklich jeder? Ist der Frieden sicher? Wie ist deine Meinung dazu? Schreibe sie uns gerne in die Kommentare. Im nächsten Video werden wir uns wieder einer Methode für ein besseres Leben zuwenden. Daher abonniere gleich den Kanal, wenn du das noch nicht gemacht hast. Für heute erstmal ein herzliches Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.